Möchtest du dieses Spiel im Vollbildmodus spielen? Nö. Willkommen bei Mirror Magic. Das ist eine einstündige Testversion und ich werde diese Stunde hoffentlich gut nutzen. Ja, Pokémon, das LP natürlich. Wir haben eine crazy Olle, wie man sieht. Ah, Story, shit. Ich bin doch keine Story hier. Ich hab doch noch eine Stunde Zeit. Da kann ich nicht so viel lesen. Ich muss Fehlerbilder lösen, denn hier geht's um Fehlerbilder. Ich konnte gerade gar nicht rechts oben sehen, dass es weitergeht. Ich klicke hier mal überall drauf. Ja, los. Also, die magischen Spiegel, das sind keine gewöhnlichen Spiegel. Sie schaffen Unterschiede. Ja, es ist klassisch Fehler finden. Das sollte eigentlich nicht so schwer sein, oder? Oh, ich krieg voll den Bonus schon, weil ich viel zu krass bin. Die Zahlen noch angucken hier. Da ist was falsch. Und wo ist der letzte Shit? Ah, hier sind die Enden von dem Zeiger nicht ganz richtig. Jo, wir haben den dummen Hund befreit. Dann machen wir mal weiter mit dem nächsten. Ah, gruselige Frau mit ekligen Haaren. Die Suchlichtspiegel. Okay. Was ist das denn für eine, ey? Ah, wir können das nur ein bisschen heller machen, wenn ich hier drüber fahre. Da war da was unterschiedlich. Hä? Finde ich blöd. Man sieht doch, dass hier an der Stelle so Punkte sind da nicht. Oh, es ist Dreck auf meinem Monitor gewesen. Ich werd wahnsinnig. Ich hab grad ernsthaft gedacht. Ich hab den grad abgerieben. Ja, das war jetzt sehr schwierig, muss man sagen. Gib mir mal hier das beste Bild der Welt. Ich nehme es zurück. Na gut, schauen wir mal, was wir hier so haben. God damn it, ey, was ist das denn? Oh, man, nee. Worauf habe ich mich hier eingelassen? Da ist der Kopf ein bisschen zu weit oben, oder? Meine nächste Runde. Es ist dieselbe Uhr, einfach nur noch größer. Die Reise führt uns auch gleich hierhin. Dreifachspiegel. Bäh. Auf drei Spiegel verteilt. Was ist das denn jetzt, ey? Oh, das ist... Oh, ja, das sehe ich, dass da die Zähne so komisch hervorstehen. Ach du liebe Güte. Also das bringt mich jetzt echt so ein bisschen... aus dem Konzept. Da ist was komisch auf dem ganz linken. Hier ist... Boah, Alter, da musst du dich ja richtig konzentrieren jetzt. Da. Und hier ist so ein Schnipsel komisch. Jo! Was ist das denn für ein Modus? Ey, wollen die mich umbringen hier? Ich krieg jetzt schon Kopfschmerzen. Ich sehe auf den ersten Blick gar nichts. Gut, da ist was. Ich muss gerade so nah an den Monitor ran, ne? Was da? Ja, da ist doch. Was war das denn jetzt? Ey, voll der Beschiss hier. Warte. Da. Ah, auf der anderen Seite ist es auch nochmal mit den Tropfen. Das ist ja sehr kreativ. Die Fahnen, ist hier irgendwas blöd? Ja, oh, es ging eigentlich sogar. Oh nee, die Fotospiegel vergilben und es ist sogar noch eine Fotografin. Schauen wir uns mal den Effekt an. Ey, die werden richtig ranzig, die Bilder.
Wo ist der letzte Scheiß hier? Oh, nochmal in den Wolken oder was? Nee, oder die Spitzen hier wieder. Hey, oh Mann, ey, das wird richtig kacke. Ach, da, oh, nochmal die Scheißecke, da ist. Als ob die zwei den gleichen Trick gemacht haben, unfassbar. Nein, das werde ich ja wohl schnell lösen hier, das sieht jetzt nicht so übel aus. Ja, Mensch, dreimal die Farbe geändert, Respekt. Viermal die Farbe geändert, fünfmal die Farbe. Naja, sollte aber eigentlich auch machbar sein, oder? Ja. Was noch, was noch, was noch hier? Da. Dann kommt letzter Pupsfehler noch. Wo ist der? Ihr seht ja auch immer anhand der Maus, wo ich gerade suche. Also, falls ihr schon was gefunden habt, dann wisst ihr, wo ich gerade vergeblich drüber schaue. Ach, hier ist noch ein. Ja, gut. Das war dann doch relativ offensichtlich. Oh, es kommen Pferdebilder. Nebelspiegel. Ui. Ach nein. Ich erinnere mich an das. Jetzt werden die Bilder so ganz komisch. Ey, jetzt muss ich drüber wischen. Ach du Scheiße. Ey. Ich will mal ein Tierbild oder sowas haben. Nee. Oh, ja, komm. Die paar Millimeter, die ich daneben geklickt habe. Ja, das ist mein Tierbild, aber es sind nicht wirklich Tiere, die ich sehen möchte. Oh, sind das vier Augen links? Oh, da ist noch. Ah, Mann! Ich hab den Flügel gesehen und klicke mir so daneben. Und da noch. Ja, cool, ey. Das war ja. Wir haben viele Pferde gesehen in diesem Level. Und jetzt sind wir bei den Herbstspiegeln. Oh. Der Wind fegt die Blätter durch die Luft. Oh. Ja, das waren auf Anhieb zwei extrem schwierige Fehler. Der Typ auch. Was macht er denn da? Noch zwei. Da. Und da. Jo, wie fast, bitte. Spinnenspiel. Spinnen über Spinnen. Ja, so sieht ja auch aus, ey, dass der mit Spinnen zu tun hat. Ach du liebe Güte, das wird ja immer schlimmer hier. Nee, oh Gott, die werden jetzt immer mehr Spinnen. Die werden jetzt immer mehr Fehler drüber machen und ich werde irgendwann kaum noch was sehen, oder wie? Oh no, ist das ekelhaft. Dann macht mir aber die Fehler bitte nicht zu klein, ja. Nicht, dass genau so ein Faden drüber ist. Ja, das ist so eine Sache jetzt. Boah, ich sehe nichts mehr. Komm, tipp, ey, bevor das hier noch mehr ausartet. Ah, da war wieder so eine blöde Lichtreflexion. Regenspiegel. Das Wetter meint es nicht gut mit mir. Ja, man sieht die Auswirkungen des Regens, ne? Die Wasserstraße wird bald vollkommen überflutet. Wo ist jetzt der letzte Fehler hier schon wieder, Mann? Das muss wieder so doof sein. Komm schon. Da ist auch alles korrekt. In der Mitte. Hier, der Typ, ey. Karnevalsspiegel, was soll das denn sein? Das Bild im Spiegel verschwimmt langsam. Hä? Was hat der Regen? Oh! Holy, was wird das denn jetzt? Das war doch richtig. Komm, ey, wo soll ich denn hinklicken? Was soll das denn? Mutti! Das ist die Mutti, ja, stimmt. Sind sich wie aus dem Gesicht geschnitten. Dann gespiegelter. Sch Nein, das sagt mir nicht. Oh nee. Was soll das? Oh no. Oh, das ist jetzt richtig hart, Alter. Oh no. Das bringt mich jetzt schon so durcheinander. Okay, es ist vorbei.
Ich muss raten. Oh. Scheiße. Ich hab durch die Musik geglitscht, ne? Ja. Ich habe gerade mit der Aktion die Musik geglitscht. Jetzt haben wir die Musik vom Hauptmenü auch nicht schlecht. Also, ich weiß nicht, was gerade mit der Musik los ist. Haben wir gerade das Bild direkt nochmal? Nein! Da ist mal eine Testphase von abgelaufen. Ich hätte gerne noch gesehen, was das letzte Level gewesen wäre, aber. Dann spiele ich eben jetzt schnell eine englische Version und da hat das Skelett zwei Köpfe. Okay, ich lebe. Das ist einfach viel zu hart. Ich musste bescheißen. Ach, so ein Dreck. Was ist das letzte Level? Jetzt bin ich gespannt. Ihr Spiegel. Expect the unexpected. Oh, das ist jetzt aus jedem Level nochmal was, ja? Ja, Mensch, ich habe fast nicht erkannt, dass das Schlauchboot da fehlt. Und da ist das Logo von dem Unternehmen, das das Spiel gemacht hat. Die haben öfter solche Stealth-Plugins hier drin. Joa, das wollte ich bloß noch wissen. Schöner Name übrigens von mir, oder? Welcome, ey. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao.